Mikrofon gefunden. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nordfriesische Marsch mit mir, dem Marc. Heute am Freitag, hochdienende Wochenende. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge. Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben beim letzten Mal, denn die Folgen sind schon urlange her und habe jetzt einfach mal gehofft, wir sind beim Gullefahren stehen geblieben. Und so wie es aussieht, sind wir das auch. Denn ich habe letzte Woche Sonntag den letzten Sprung der Folgen aufgenommen und Montag hatte mein Körper dann keinen Bock mehr und hat sich dann erstmal eine schöne Erkältung eingefangen. Wie man sich das so klassisch vorstellt, mit eine Mischung aus Kopfschmerzen, eine Mischung aus Halsschmerzen, Nase zu und so weiter und so fort, also das volle Programm. Und dann immer wieder so Tage abwechselnd, so mal hier, mal da. Also es war wieder so klassisch Marc. Ich krieg nicht einmal auf alles, ich krieg da so über eine Woche verteilt. Und in diesem Fall war es jetzt 5 Tage, beziehungsweise ganz weg ist es auch noch nicht. Immer mal wieder so ein bisschen. Was heißt so ein bisschen? Das heißt, so ein bisschen ist dann, ist an diesem, sind es mal 2 Tage Halsschmerzen, dann sitzt du erst einen Tag, denkst du, dir platzt der Kopf. Und am nächsten Tag ist dann wieder gar nichts, hast vielleicht nur ein bisschen Nase zu. Das ist bei mir immer ein bisschen komisch. Seltenst, dass ich das alles gleichzeitig habe. Das ist bei mir immer ein bisschen komisch. Meistens ist das so über eine Woche verteilt dann alles. Diesmal war es natürlich auch wieder so. Montagmorgen war schon schwierig. So spontan hätte ich gesagt, der schlimmste Tag war der Mittwoch, hätte ich so gesagt. Das war so der schlimmste Tag, hätte ich gesagt. Alle anderen Tage gingen immer irgendwie so ein bisschen. Ein Tag war schlimm mit Halsschmerzen. Aber so Mittwoch, der Tag war irgendwie so alles so ein bisschen. Du warst Matsche von den letzten beiden Tagen, die nicht so geil waren. Und dann hier und dann da. Also es war schon wieder so ein typisches Markerlebnis. Ich kriege selten alles zusammen. Ich kriege es immer einzeln. Einzeln vermehrt, hätte ich gesagt. Aktuell habe ich, also Husten hatte ich gar nicht. Wenn ich husten musste, weil irgendwas anderes oder so war, dann tat das natürlich weh. Aktuell ist es noch ein bisschen da, aber es wird besser. Es wird besser. Und die einfachste Ablenkung ist einfach ein bisschen arbeiten. Dann geht der Tag um. Dann geht die Zeit auch schnell vorbei. Beim ganzen Tag zu Hause sitzen ist natürlich dann jetzt auch, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, langweilig. Man kann sich natürlich auch schon beschäftigen, aber wenn man den ganzen Tag dann irgendwie den Tag da rumkriegen muss, das ist ja auch irgendwie nicht so meins, hätte ich gesagt. Den Tag haben wir rumgekriegt. Die Woche haben wir rumgekriegt und jetzt geht's wieder bergauf, hoffe ich. Bergauf, hoffe ich. Mein Gott. Ich denke mal, ein bisschen hört man es mir auch noch an. Ich werde jetzt auch mal gucken, übers Wochenende alles das nachholen, was noch so fehlt. Ich weiß noch nicht, wie es mit Siedler weitergeht. Ich habe nämlich gar nicht gespielt. Ich habe abends nur ein bisschen YouTube geguckt, Serien geguckt oder so. Und dann war ich auch eigentlich abends damit relativ schnell durch. War sofort von der Arbeit ins Bett. Das geht auch nicht. Ein bisschen was anderes muss ich machen. Habe ich dann auch gemacht. Meistens irgendwie so bis 21 Uhr, also 2 Stunden früher als sonst und dann ab ins Bett. Und ja. Gestern Abend ging es auch schon wieder, aber gestern Abend wollte ich noch nicht aufnehmen. Ich habe gedacht, komm, jetzt gönnst du noch den einen Tag und machst das dann entspannt Freitag. So viel ist es ja auch gar nicht. Wir haben jetzt noch 3 Folgen LS und dann fehlt Citybus noch und theoretisch Siedler. Da habe ich jetzt außer die ersten 3 Folgen bis Montag gar nichts weiteres gebracht. Ging halt einfach nicht so dumm, wie es klingt. Von daher, ich weiß auch noch gar nicht. Ich habe jetzt auch Montag oder war das Dienstag, das Review von, wie heißt er? Ich habe es vergessen, von der GameStar gesehen. Über die Siedler. Ja, was soll man. Ich habe vergessen, Telegram auszumachen. Müsste kurz überleben. Obwohl, ich kann es auch jetzt eben ausmachen. Wie gesagt, ich habe das Review dazu gesehen. Die 20 Minuten oder wie es dann im Endeffekt auch lang war. Und muss sagen, so ein bisschen hatte recht. Ich muss aber auch sagen, ich habe bisher noch gar nicht viel gespielt. Ich habe die Kampagne noch nicht weitergespielt. Ich habe bisher noch nichts gemacht.
Wenn ich dazu am Wochenende komme, gibt es auf jeden Fall noch mehr Content. Und ich mir das auch angucken möchte, mein eigenes Fazit dazu bauen. Weil bisher habe ich, wie gesagt, nur das gespielt, was ihr gesehen habt. Also bisher eigentlich noch gar nicht. Ich hoffe, dass ich dann nächste Woche noch ein paar Folgen fertig kriege. Im Fokus steht natürlich jetzt erstmal LS, City Bus. Und wenn da noch Zeit ist, kommt weiterhin noch ein bisschen Siedler. Das dazu. Sonst, was gibt sonst Neues? Gar nichts, glaube ich. Der normale Wahnsinn, hätte ich gesagt. Wir säen noch, ich fahre jetzt auch Gülle. Und dann mal gucken. Das machen wir noch. Ich weiß gar nicht, womit wir sonst noch geliebäugelt haben. Sonst wüsste ich. Ich habe jetzt auch gar nicht verfolgt, muss ich ja auch mal mir ansagen. Ich habe jetzt gar nicht so die Aufrufzahlen im Kopf, sonst habe ich die immer irgendwie nach so einer Woche oder so im Kopf. Aber aktuell habe ich die so überhaupt nicht im Kopf. So, ich habe jetzt auch die ganze Woche, die ganze innerliche Woche gar nicht reingeguckt, wie der Stand aktuell überhaupt ist. Ich denke mal, der ist ein bisschen abgeflacht. Aber im Großen und Ganzen soll es wohl laufen. Kriege ich das jetzt spontan offen und kann mal nachgucken. Steht natürlich jetzt klassischerweise ja nicht im Trigger, dass ich sehe, wenn er fertig ist. Na, ist schon voll. Ah, da öffnet sich doch mal. Jetzt öffnet sich natürlich nicht meine voreingestellte Seite. Natürlich klar, sonst öffne ich den Browser. Ich habe ja für YouTube einen speziellen Browser. Weil das sonst mit den Uploads nicht klappt. Mit unterschiedlichen Browser, also ein Browser, unterschiedliche Tabs, einen dann der Hauptkanal und der andere dann mein privater Kanal zum YouTube gucken. YouTube gucken, mein Gott, ist dann immer ein bisschen, klappt nicht unbedingt. Durchschnitt der letzten 28 Tage 7% mehr als sonst. Okay, das ist jetzt nicht so schlecht, hätte ich gesagt. Kommt natürlich drauf an. Wir hatten natürlich auch ein sehr starkes Video mit der Siedler Anfang der Woche, was ja innerhalb von Tagen die 1000 Abonnenten, die 1000 Aufrufe, Abonnenten, Quatsch mit Soße, die 1000 Aufrufzahlen bekommen hat, weil wir halt mal wieder, oder weil ich eher gesagt mal wieder sehr, sehr pünktlich war und relativ frühzeitig das Video rausgehauen habe. Deswegen gehe ich mal spontan davon aus, dass das deswegen auch so gut ankam. Weil wenn wenig Material da ist, gibst du die Siedler ein und die neue Allianz und stellst vielleicht noch das Datum auf diese Woche oder so, dann bleibt danach nicht mehr viel Content über, der dir angezeigt hätte werden können. Deswegen. Das ganz grob dazu. Also. Was gibt es sonst was Neues, was wir jetzt noch in 5 Minuten abreißen können? Ich habe jetzt noch zwei Themen, die würde ich aber dann morgen und übermorgen machen. Einmal zum Anteasern. Ich habe mir neue Monitor-Kopfhörer gekauft. Die heißen jetzt, ich glaube, in der Technik, in der Bühnentechnik unter Sängern und so weiter. Wer sind also solche Kopfhörer, die Sänger im Endeffekt verwenden? Oder auch in der Gaming, im Streaming-Bereich relativ vermehrt sind. Benutze ich ja schon seit boah, einigen Jahren. Ich habe mir vor einigen Jahren mal günstige geholt für 40 Euro, hätte ich sie, glaube ich, hätte ich jetzt, glaube ich, gesagt. Da muss ich echt sagen, preislich, leistungstechnisch konnte ich mich überhaupt nicht beschweren, was das angeht. Die waren echt gut. Die haben den Dienst getan.
Warum habe ich die eigentlich hauptsächlich mal so fürs Hören? Ich habe ja am Rechner habe ich ein Headset auf. Steht natürlich auch unten in der Videobeschreibung, welches ich da verwende. Ich benutze das eigentlich hauptsächlich für den Sommer. Wenn ich, oder jetzt auch im Herbst oder Frühling jetzt Gartenarbeit mache oder so, dann habe ich das drin. Aber vor allen Dingen geht es mir um Rasenmähen. Die Nachbarn haben alle zum größten Teil so ganz normale Mickey-Mäuse auf mit Radio drin. Ich habe dann immer die Monitor-Kopfhörer drin. Also die sind, vor allem die liegen echt gut an. Also die halten auch richtig gut, auch wenn du mal Aktivitäten machst, wie, weiß ich nicht, ich habe jetzt letzte Woche oder vor schon 2, 3 Wochen hätte ich gesagt, ein bisschen Grünschnitt und so weiter gemacht und so. Und da kannst du relativ gut. Also die halten schon, sind schon top, muss ich ja mal sagen. Das dazu. Dazu werde ich aber dann morgen, denke ich mal, noch ein bisschen ausholen. Des Weiteren habe ich noch einen kleinen Teaser für übermorgen, denke ich mal, oder vielleicht alles für morgen, mal schauen, wie schnell es geht. Ich habe auf YouTube ein Video gesehen über eine Obduktion, die von RTL produziert worden ist. Schon im Jahre 21, was ich gesehen habe, ist mir jetzt aber auch erst über den Weg gelaufen, als die das auf YouTube veröffentlicht haben, diese Serie, beziehungsweise eine Folge haben die da bisher. Die erste Folge, die geht 1,5 Stunden, über eine Obduktion. Ja, fand ich schon relativ interessant, was ich da alles so mitgenommen habe. Da werden wir morgen aber auch, denke ich mal, noch ein, zwei Worte drüber verlieren. Und wie ich es mir gedacht habe, reicht natürlich das letzte fast nicht ganz aus, um dieses Feld hier fertig zu machen. Ich habe damit irgendwie schon so ein bisschen gerechnet, muss ich ja sagen. Da fehlt da wieder so ein halbes Fass, hätte ich gesagt. Macht es denn jetzt Sinn, noch ein halbes Fass zu holen und dann kurz bevor wir hier irgendwas wieder ansehen, vielleicht nochmal drüber her? Weiß ich nicht, das ist natürlich jetzt die Frage, lohnt es oder lohnt es nicht? Ich brauche pro Bahn mehr als 25%, von daher weiß ich nicht. Da wird gleich wieder nur so ein Reststück, denke ich mal, so ein. Weiß ich nicht, das, was noch Platz hat oder so. Wir müssen jetzt mal in das Fass leer, jetzt müssen wir mal aussteigen, ob wir vielleicht flügen müssen. Dann wäre ich ja vielleicht nochmal angeneigt, vielleicht doch das letzte Fass hier rauszubringen und dann einfach den Flug hier rüberlaufen zu lassen. Und dann, bevor wir säen, vielleicht nochmal den letzten Schluck. Oder vielleicht nochmal einmal drüber her und dann Ende. So vielleicht als Überlegung. Müssen wir denn flügen? Unkraut wachsen, muss gepflügt werden, ja, siehst du dann. Dann machen wir das so. Dann werden wir nämlich jetzt säen. Ach, Müll. Müll. Güllefahne und Fass. Wir holen jetzt einfach noch ein komplettes Fass. Das kriegen wir wahrscheinlich hier nicht mehr drauf ab, aber überall nehmen wir wieder mit. Und dann setzen wir den Flug an, fliegen drüber her und wenn wir dann fertig sind damit, dann. Oder hier wieder ansäen können, dann machen wir davor, denke ich mal, noch mal eine Gabe, wenn das geht. Sonst nach dem vielleicht erste. Was wir auch noch gar nicht gemacht haben, ist Düngen nach erster Wachstumsphase. Mein Gott, da haben wir ja bisher noch gar nichts gemacht. Das wäre natürlich auch noch mal eine Möglichkeit zu sagen. Wie wär's? Aber wie wär's? Wir sind schon wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, danke. Tschüss.